So, ich nehme euch jetzt mal mit auf dem Weg in die Lobby. Hier sind innenliegende Zimmer. Ja. Jetzt gehen wir zum Fahrstuhl. Wir sind hier im Flipperhaus Hotel. Das heißt 7 Beach Road in Pattaya. Fahrstuhl. Wie immer nicht da, wenn man braucht, ist klar. Hier ist der Fahrstuhl. Wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich esse auf dem Zimmer bestellt oder so, dann schicke ich das so mit dem Fahrstuhl hoch. Dann muss man es nicht selber rausholen, das macht schon das Personal. Aber, naja, eins. So. Was auch sehr gut ist, auch wenn Corona hier ziemlich vorbei ist, tun die immer noch den Fahrstuhl jede Stunde desinfizieren. Und das machen sie tatsächlich. Das ist gut so. Hallo. Ah, so, hier ist der Security Check. Hallo. Hier ist die Rezeption. Hallo, Miss 24 working. So, oh, riecht aber gut. Who cooks? It smells good. Who is cooking? So. Gesundheit, kleine Cocktailbar. So. Ja, hier steht natürlich schon der Weihnachtsbaum, wie sich das für gute Christen gehört. Ja. Also die Buddhisten tolerieren das hier natürlich stark. Klar, haben natürlich viele christliche Kunden hier. Ja. Ich suche jetzt mal meinen Freund Ade. Den habe ich hier noch heute gar nicht gesehen. Ja. Ich sitze da drüben im Blackwoods Hotel. Gehen wir mal kurz rüber. So. Jetzt warten wir mal. So ein Minibus ist oberstark. Also in so einem Minibus kann man wirklich wunderbare Touren machen. Da sind super Sitze drin. Finde ich ganz toll. Schade, dass hier drüben der Minimarkt nämlich geöffnet hat. Er hatte früher immer 24 Stunden geöffnet. Das war natürlich praktisch, wenn du mal im Supermarkt was gebraucht hast, im Hotel, und dann bist du da kurz rein. Da vorne ist schon wieder Party ohne Ende. Ich zoome mal hin, mal gucken, ob es klappt. Ah, da ist er ja. Ah, da ist er. Da ist er, der Adi. Dich habe ich gesucht. So, ja. Ich muss das Video beenden. Mein Freund Adi ist gerade gekommen. Ciao.